Und willkommen. Es gibt ein neues Update. 3040 steht vor der Tür. Spielersuche wird 30 Minuten vorher deaktiviert. Ja, ich glaube, es ist schon deaktiviert. Ich werde jetzt wohl eine Fehlermeldung bekommen, oder? Ja, da ist sie. Die Fehlermeldung. Tatsächlich ist das Matchmaking jetzt deaktiviert. Die Server werden demnächst runtergefahren. Ich denke mal so in 13 Minuten. Ja, was kommt denn? Was erwartet uns jetzt hier am Dienstag? Das kann ich euch sagen, ein bisschen sagen hier. 6. August heute. Wo sollen wir hinfallen? Die Bohnen sind auf dem Weg zu Fortnite Battle Royale. Das heißt, die Fall Guys, die sind hier jetzt als Modus wahrscheinlich dann integriert, wie Lego, wie Rocket Racing, das Festival. Die werden wahrscheinlich jetzt dann auch da reinkommen ins Menü, irgendwie auswählbar sein. Vielleicht auch die Maps oder so, irgendwie die Spielmodi werden da sein. Es gibt sie ja schon als kleine Skins. Ne? Einige Charakter sind schon umgesetzt als Skins. Das heißt einige, recht viele. Also wer da Fan ist von diesen kleinen Bohnen, der wird hier glücklich werden wahrscheinlich. Bei mir ist es so, wie Lego und die anderen Modi sind nicht so interessant. Rocket Racing spiele ich zum Beispiel nur, weil ich da tolle Sachen kriege für mein Battle Royale, ne? Mein Nullbauen eigentlich, meine ganzen Skins. Ja, die sollen da reinkommen, das ist neu. Was auch passiert ist, dass der hier, der Mini-Pass, ja, Segel des Schreckens, der wird dann wohl weg sein. Nach dem Update. Entweder um 15 Uhr oder gleich nach dem Update. Gucken wir mal. Ja, ich denke mal auch, dass der Shop aktualisiert wird. Da sollen wohl neue Sachen reinkommen, weil ganz, ganz wenig wurden. Nur 3 Sachen oder so jetzt nachts aktiviert. Das deutete wohl darauf hin, dass jetzt die Shop-Aktualisierung in der Downtime oder kurz nach der Downtime spätestens 15 Uhr nochmal stattfinden würde. Da wird dann was Neues reinkommen. Wahrscheinlich die Fall Guys. Psst. Sagt es nicht weiter. Ja, und was haben wir noch? Der Wanderer. Es gibt dann neue Quests, hier Aufträge. Es soll dann hier The Wanderer Aufträge geben. Ja, die ist ja hier irgendwie 3 Tage, 5 Stunden, die Story. Aber es gibt dann hier direkt, was eigentlich wahrscheinlich auch zur Story gehört, denke ich mal, den Reisenden. Da gibt es dann nachher irgendwelche Aufgaben. Ich weiß nicht welche, kann ich euch auch nicht sagen. Muss da mit dem zu tun haben, der ist ja Megalodons Auftrags, weiß nicht, Killer oder auf jeden Fall arbeitet er für ihn. Soll irgendwas machen, ich weiß es auch nicht was. Lassen wir uns überraschen, vielleicht finden wir das heraus anhand der Aufgaben, die da kommen. Oder auch erst dann, wenn die hier unten, die Storyline in 3 Tagen, 5 Stunden losgeht. Ja, das war's, also... Soweit zum Spiel, soweit zum Update, ne, hier funktioniert definitiv nicht. Also Spielersuche, das ist nicht seltsam, die Verbindung zum Match konnte nicht aufgebaut werden, ist überhaupt nicht seltsam. Alles normal, alles okay, wir hoffen, dass das dann kurz dauert, nicht so lange. Ja, 10 Uhr geht's los und dann vielleicht ein paar Minütchen, vielleicht schafft's Epic und dann sind wir dran, dann können wir die Map neu erkunden, was da alles neu ist. Bin gespannt, wünsche euch was. Wünsche euch einen schönen Dienstag. Bis dann. Ciao.